Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Kosmotier, wo wir heute, nicht nur heute, sondern so grundsätzlich, habe ich mir ein bisschen überlegt, weil ich hatte ja in der letzten oder vorletzten oder in den letzten Folgen, ist auch egal, gesagt, dass ich vielleicht überlege, mal neu anzufangen, um dann ohne die Mod zu spielen, mit höherem Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, man kann den Schwierigkeitsgrad hier, könnte ich sogar anpassen, aber ja, lieber möchte ich dann da doch neu beginnen. Also das würde schon gehen. Was können wir hier noch einstellen? Achso, das Crewmitglieder-Ruhm-Verhältnis, dass wir weniger oder mehr Leute bekommen bei entsprechendem Ruhm. Okay. Ja, gut. Quatsch, nicht Spiel verlassen. So, da wollten wir wieder hin. Also wir werden jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Auf jeden Fall. Keine Sorge, das wird nicht die letzte Folge sein. Ganz, ganz sicher sogar nicht. Ich habe überhaupt gar keine Überlegungen in die Richtung, hier was zu beenden. Was ich aber machen möchte, ich möchte gerne relativ zügig noch versuchen, noch mehr Ruhm zu bekommen. Einfach um die Anzahl der Leute, die wir haben können. Kann ich das irgendwo, hier konnte ich das doch sehen, oder? Ne, Moment, ihr habt mir irgendwo geschrieben, wo ich das nachschauen kann. Aber ich weiß jetzt, ist es hier? Nee. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es war. Ist es hier irgendwie? Nee, keine Ahnung. Also man kann auf jeden Fall irgendwo nachschauen, wie viele Leute man maximal haben kann mit unserer Rufstufe. Ist das hier vielleicht? Nee, oder da wird uns einfach nur die Crew angezeigt, ne? Ja, egal. Ich weiß es gerade nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann ich das beim nächsten oder übernächsten Mal. Ich werde jetzt wahrscheinlich 2, 3 Folgen am Stück aufnehmen. Damit nicht so wie gestern mal kein Video kommt. Das fand ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Aber es hat zeitlich nicht anders gepasst. Und ja. So, dann habe ich jetzt gerade noch gesehen, dass hier noch ein bisschen was fehlt, dass wir nochmal eben ergänzen können. Da. Ja gut, egal. Da müssen wir jetzt nicht so viel Arbeit reingeben. Also wie gesagt, was ich machen möchte, ich möchte gerne schnell und viele Gegner mir noch vorknöpfen. Haben wir da alle Missionen angenommen? Ja. Okay. Wobei da jetzt auch die Frage ist, welche haben wir eigentlich, die hier jetzt noch uns Ruhm geben? Wahrscheinlich kaum noch irgendwas, ne? Da ist noch was, eine Piraten. Achso, das war die, wo wir 8 Schiffe, glaube ich, zerstören müssen. 7 von 8, wo ich gedacht habe, dass das nur 1 ist, ne? Das hier können wir noch machen. Ja, aber wenn wir davon 2 gemacht haben, dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Oder diese eine hier, die Piratenbasis zerstören, die gibt sogar direkt 300. Ja, machen wir doch mal die Piratenbasis. Das ist die. Fliegen wir da mal hin und schauen uns das Ganze mal an. Und dann können wir in andere Gebiete fliegen, so dass wir noch ein bisschen mehr rumkommen. Und achso, ich habe jetzt gar nicht gesagt, warum ich das machen möchte. Einfach aus dem Grund, weil ich mir gerne ein zweites Schiff dazu bauen möchte, um dann mit 2 Schiffen in der Flotte anzugreifen. Das habe ich sowas bislang noch, glaube ich, gar nicht gemacht. Nicht mal ausprobiert. Und das finde ich mindestens mal spannend, dass wir so ein Schiff haben, wie dieses hier, das aus der Entferne Schaden macht, und ein, ja, kann man sagen, ein Tankschiff, das einfach, okay, das ging jetzt sehr schnell. Okay, wir bekommen hier auch gerade noch Verstärkung, der ebenfalls da, achso, das ist jemand, der gerade die andere Mission da für uns quasi erledigt hat. Huch. Ja, also so ein richtiges Tankschiff stelle ich mir vor, das gar nicht so erstmal den Fokus auf Bewaffnung legen, sondern eher darauf, dass wir ja damit ganz viel Schaden schlucken können. Also viel Schilde, viel Panzerung und viel Verteidigungswaffen. Sowas stelle ich mir halt vor. Und dann haben wir eben ein Schiff, das reinfliegt und den Schaden auf sich lenkt, und ein anderes,
das dann Schaden bei den Gegnern verursacht. Da brauchen wir theoretisch nur noch einen Heiler, dass das andere Schiff während des Kampfes repariert und schon haben wir eine kleine Gruppe. Nein, ein Heilerschiff gibt es, glaube ich, nicht. Von daher, ja, aber das ist auf jeden Fall etwas, das ich mal ausprobieren möchte. Da ist vielleicht auch schlau, wenn wir da jetzt schon mal anfangen, ein paar Ressourcen für zu sammeln. Das mache ich hier gerade. Haben wir, ja, wir haben alles eingestellt, sehr gut. Platz ist ja durchaus noch ein bisschen vorhanden. Ich glaube, wir müssen gleich mal... Ja. Alle bitte an Bord kommen. So, da fliegt auch schon direkt was los. Ach, das ist noch mal eins mit Railgun. Worauf... Oh, das hat viele, viele, viele Raketen. Ich würde da auch wieder auf den Kontrollraum gehen. Okay, das war jetzt... Ja, doch ein bisschen einfacher noch als gedacht. So, da ist die Piratenbasis, die knöpfen wir uns vor. Da können wir in der Zwischenzeit eigentlich schon mal eben schauen, wo gehen wir dann hin? 12 bis 14, das hört sich doch gut an. Da wird es möglicherweise dann wieder Missionen geben. Und wenn nicht, dann können wir überlegen, ob wir 14 bis 16 oder 13 bis 15 dann direkt weiterfliegen. Also haben wir auf jeden Fall was in der Nähe. Bergbaulaser wären, glaube ich, auch nicht schlecht, ne? Was haben wir denn so an Bord? Wir haben Stahlspulen. Spulen könnte ein bisschen knapp werden. Der Rest. Obwohl, Diamantenprozessoren ist jetzt auch nicht so ganz viel. Naja, wir haben es ja gleich. So, jetzt fliegen wir da noch mal ein bisschen näher ran, dass wir... Ach, das war noch gar nicht alles zerlegt. So, wie viel... also zumindest Stahl kann ich jetzt mal rausnehmen. Spulen können wir gerne noch weiter sammeln, aber Stahl muss jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sein. Das nehmen wir gleich auch noch schnell. Ja, da sieht man jetzt schon, wenn das Stahl nicht gemacht wird, dann ist das schon deutlich weniger. Dann geht es auch schneller. Ich war wieder zu voreilig. So. Jetzt werden wir auf jeden Fall der, damit der uns nicht in den Rücken fällt. Okay, der hat aber schon gelitten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den schon getroffen haben. Oder... Oh, ach, wir haben jetzt sogar so schon die Ruhmstufe erreicht. Okay. Das bedeutet, wir müssten eigentlich die Piratenbasis gar nicht mehr zerstören. Wir könnten auch direkt springen. Aber das möchte ich einfach als Herausforderung dann doch noch eben machen. Gerade schon mal 13.000 Muni. Ah ne, das war Stahl, was wir 13.000 hatten. Boah, 560 Tri-Stahl, ja, das natürlich. Das ist schon mal echt gut. So, liebe Piratenbasis. Oh mein Gott. So, du bist Nummer 1. Oh Gott, wenn da alles Level 12 Schiffe drumherum fliegen. Dann müssen wir hier echt vorsichtig sein. Aber das sind wir sowieso, also von daher.
Ja, sowieso, aber lass es auf 12-fach laufen, ne? So viel dazu. Machen wir mal 2-fach. So, was haben wir hier? Das Vito. Okay, wenn wir da gerade durchkommen, dann haben wir eine gute Chance auf einen One-Shot. Okay, das ist Geschichte. Wo? Da gehen wir auch auf den Kontrollraum. Das ist nicht so schlau von dir, dass du uns dein Heck entgegenstreckst. Aber wir schaffen es nicht hin. So, jetzt aber. Ich glaub, das ist mal der nächste. Das, achso, der hängt gerade fest. Ja, ne? Oh, schade, hätte der nicht gedreht, wäre es das schon gewesen. Okay, auch der ist Geschichte. Okay, da kommen gerade sehr viele Raketen raus. Eieieiei. Okay, das wird jetzt schon mal eine härtere Nuss. Man sieht, was da an Raketen auf uns zustürmt, ne? Guck mal, der ist da jetzt schon durch und hier auch, da müssen wir. Heiliger. Okay. Reparieren. Boah. Da geht aber jetzt ordentlich was rein. Wir haben sogar einen Teil unserer Crew verloren. Huch. So, alle wieder an Bord. Nee, jetzt. Jetzt gehen wir aber noch mal darauf. Der wird natürlich wieder Raketen schießen, aber wir müssen jetzt so eine One-and-Gun-Taktik wieder machen. Das Ding haben wir erwischt. Jetzt fliegen wir wieder weg. Ich weiß, dass das sehr feige ist und doch wahrscheinlich nicht so ganz. Oh, hier sind gar keine Schilde, okay. Die spannendste Variante, aber es ist eben auch sehr effektiv, ne? Und in so einem offenen Kampf mit einer Station mit so vielen Raketen. Warum schießt er jetzt nicht darauf? Gut nachvollziehen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass der hier nicht aufs Ziel feuern soll. So, es ist jetzt. Also der schießt nicht mehr zurück, das finde ich interessant, aber hat er vielleicht doch, er hat noch Raketen. Um.
Haben wir keine Munition mehr? Doch. Der scheint irgendwie nicht weit genug zu drehen. Jetzt haben wir drauf geschossen. Na gut, das ist jetzt nur noch ein Opfer. Ich verstehe zwar nicht, warum der nicht mehr schießt mit seinen Raketen, aber ich nehme das einfach mal hin. Tatsächlich dreht der... Hä? Verstehe ich gerade nicht. Wenn ich jetzt aber hingehe und den hier einmal... Ne, das ist... Oh. So viel zu der schießt nicht mehr. Okay, das war jetzt etwas mysteriös, oder? Tut mir leid, dass wir jetzt hier die Raketenteile einsammeln müssen, aber die kann ich mir nicht entgehen lassen. Und wir haben auch ein bisschen Nachholbedarf. Guck mal, wir haben 2000 Hyperspulen verbraucht. Ist das richtig? Hatten wir 4000? Weiß nicht genau. Wir hatten auf jeden Fall viele. Gut, gehen wir die Mission jetzt... Geben wir die Mission noch ab. Wir brauchen Hyperium, wir müssen uns gleich kaufen. Dann hüpfen wir mal eben zu einer Station, zu der hier. Nee, doch, zu... Ist das eine Station? Ja. Ach, da ist unser anderes Schiff, genau. Das könnten wir ja dann zu einem Tankschiff umbauen. Zu einem Tank, genau. Zu einem Tankschiff umbauen. Gott, das ist so viel. So, hier After. Das ist ja auch eins der Typen, gegen die wir gerade häufig gekämpft haben. Wie sind die denn aufgebaut? Die haben hier das Raketensilo und da drumherum Lagerhallen. Das sind Raketenteile, ne? Eingepanzert sind. Hier sind strategische Verteidigungsmodule, jeweils mit dem Energiekondensator direkt in der Nähe, damit die versorgt werden, und eine Crewkabine, wo man sind eigentlich bei so einem Schiff die Sachen hier eingestellt? Ne, sind sie nicht. Okay. Also wenn ich das übernommen habe, meine ich. Interessant hier, dass er da... Das hier ist natürlich vom Design her eins, so wie ich das zu Beginn gebaut hatte. Alles schön nah beieinander, aber wenn das Ding hier getroffen wird und hochgeht, dann geht hier alles hoch, ne? So, da ist unser Schiff. Wir sind immer noch nicht fertig, mein Gott. Wollte jetzt mal ein bisschen näher ranfliegen, dass die einen kürzeren Weg haben, um das Ganze zu erledigen. An vielen ist auch Munition drin. 17.000. Uns geht ein bisschen unsere Lager sind bald voll. Oh mein Gott. Ja, perfekt. Dann können wir da auf jeden Fall gut ein Schiff draus bauen. Wovon haben wir denn jetzt zu wenig? Also Diamanten und Prozessoren, das ist auf jeden Fall Mangelware. Und Hyperium müssen wir auf jeden Fall gleich kaufen, aber wir sind gleich durch. Ich werde jetzt nicht die ganzen anderen Schiffe, die hier noch sind, mir auch vorknöpfen. Sondern das sollte jetzt schon ausreichen. Dann bitte einmal dorthin springen.
So, dann gehen wir die Mission noch ab, die wir erledigt haben. Einmal Piratenjäger gibt Kohle. Kopfgeld gibt Kohle. Leider gibt nichts mehr Ruhm, weil wir schon am Max sind. Und die Piratenbasis 200.000. Das schmeckt. So, Leute, können wir noch mal 3 dazu holen? Wo auch immer ich die wieder verloren habe. Und wir könnten alleine hier noch 67 Leute annehmen. Also möglicherweise reicht das, was wir an Leuten haben, jetzt schon für ein weiteres Schiff. So, was verkaufen wir? Behalten wir das ganze Eisen mal verkaufen? Ja, es gibt auf jeden Fall ein bisschen Platz. Schwefel behalten wir, darum können wir Munition dann selber mit herstellen. Uran, das behalten wir, das behalten wir. Da können wir mal, keine Ahnung, dass wir noch 5000 haben oder so, dann ist das auch schon viel. Das war die Spulen und Hyperspulen behalten wir erstmal. Minenteile verkaufen wir alle, weil die baue ich aktuell nicht. Raketenteile behalten wir auch. Dann können wir noch mal ein bisschen Munition verkaufen, wobei wir jetzt auch schon die bis auf 10.000 fast voll haben. Und dann kaufen wir Imperium. Okay, die haben noch viel mehr. Da können wir gleich, wenn jetzt hier der Handel läuft, können wir wieder mehr kaufen, weil wir Platz bekommen. So. Das Schiff lasse ich hier, das nehme ich nicht mit in das andere System. So, alle an Bord. Okay, dann jumpen wir erstmal dorthin. Es sind nicht alle Schiffe bereit, ja, ich weiß. Wobei wir das hätten wir mitnehmen können, wenn wir mehr Treibstoff gehabt hätten, aber ach egal. So, dann beginnen wir mal unseren Ausflug. Auf jeden Fall, indem wir schnell speichern. Und das sieht mir nach einer Station aus, muss ich sagen. Wollen wir es mal nicht übertreiben. Oh, okay, die haben uns entdeckt. Das heißt, die haben auch möglicherweise gute Sensoren. Und der kommt jetzt schnell auf uns zu. Und wird auch auf uns schießen. Ja. Das ist etwas, das ich eigentlich hätte vermeiden wollen. Ich muss jetzt gerade nochmal eben schnell rotieren. Okay, hat unsere Waffe schon mal zerstört. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal versuchen zu entkommen. Damit wir reparieren können. So, jetzt fliegen wir wieder hin. Gucken, ob wir unsere Crewmitglieder wieder einsammeln können. Okay, also der erste Start war schon mal ausbaufähig. So, ist wieder an Bord. Dann sammeln wir dich jetzt auch noch ein, wenn wir das schaffen. Ich glaube, zweifach ist eine ganz angenehme Geschwindigkeit, auch für solche Situationen, ne? Auch für Kämpfe. Da ist es nicht ganz so. So, da kommt er wieder. Also die scheinen auf jeden Fall jetzt auch schon bessere Sensoren zu haben, wenn die so früh auf uns zukommen. So, okay, der ist Geschichte. Ich schau mal gerade, ne, wir fliegen besser. Mal zu dem. Gucken. Okay, das ist nochmal so ein Schiff. Da gehen wir auch wieder auf den Kommandoraum. Der fliegt einfach weiter, okay. Gut, da müssen wir gleich irgendwann abdrehen, wenn der nicht abdreht.
Also hier ist schon viel Action. Oh mein Gott. Ja, aber spannend. So, das ist ja. Asteroidenfeld ist immer blöd. Etwas, das ich durchaus wollte. Okay, wir wechseln mal eben das Ziel. Mit den Asteroiden, die im Weg sind, ne? Okay, ich lade mal eben schnell gespeicherte Spiele. So. Gut, dann machen wir das nochmal neu mit etwas mehr Vorsicht von vornherein. Zeigt also, hierfür ist unser Schiff schon mal ein bisschen zu empfindlich, ist eigentlich das richtige Wort, oder? Beginnen wir mal mit dem jetzt. Es kommt gerade was in Reichweite. Dann nehmen wir doch dich. Gerade so ein bisschen das Gefühl, unser Schiff ist wieder deutlich träger als vorher. Na gut, gegen so ein einzelnes Schiff. Ja, da kommt jetzt natürlich eins dazu, ne? Okay, den haben wir erwischt. Dann nehmen wir uns jetzt das vor. Vielleicht sind wir auch gerade so träge, weil wir so viel Zeugs an Bord haben. Ich weiß nicht, ob das mit in die Kalkulation reingeht. Könnte ich mir vorstellen. Ich war gerade hier unten im Menü am gucken, hat man vielleicht gesehen, und habe dabei jetzt völlig verpasst, dass wir hier gerade aufs Maul bekommen. Ein bisschen Glück. Kriegen wir das noch gedreht? Hat uns aber auf jeden Fall schon übelst wehgetan. Gucken, ob wir den noch erwischen. Jetzt fehlt nämlich hier jetzt eine ganze Menge Schub und dementsprechend auch. So viele Leute fehlen eigentlich gar nicht. Ist wahrscheinlich eine Priorisierungssache gerade auch, ne? Dass die sich dann um andere Dinge kümmern. Ist er gedreht und fliegt wieder auf uns zu, ne? Boah, seine Verteidigungssysteme funktionieren gut. Warum schießt unsere Railgun nicht?
Bin gerade maximal irritiert. Oh. Das dürfte das erklären, warum unsere Railgun nicht schießt. Ah, Moment, wir können gerade reparieren. Dann machen wir das doch mal. Dann bin ich jetzt wieder voll einsatzfähig. Nee, ich fange jetzt nicht an zu looten. Ach so, Moment, steht das noch auf? Deswegen schießt die so häufig nicht. Genau in dem Moment geklickt, als unsere Sensoren kurz ausgefallen sind. Also das war jetzt wesentlich schwieriger als von mir vermutet. Ich sammle mal gerade Zeug wieder ein, weil die scheinen nicht näher ranzukommen. Beobachten wir mal, jetzt kann ich mal eben hier schauen. Drehen. Okay. So, das sind. Ist das ein Schiff, das da gerade verrückt spielt? Ich bleib mal. Ich dachte gerade, der kommt so schnell auf uns zu, aber ist dann doch umgedreht. Kann ich hier irgendwo die Trägheit von unserem Schiff sehen? Also Energie haben wir genügend. Ah, wir haben auch viel zu wenig Crew. Warum habe ich das nicht vorher mal gesehen? Das ist ja etwas, das wir relativ simpel beheben können. Einfach ein paar Leute dazu. Ist ja jetzt nicht so, dass wir keine bekommen an den Stationen, ne? Wir haben auch echt viel Tristall verbraucht, muss ich sagen. So, bitte alle an Bord kommen. So. Das haben wir auch geschafft. Kleinen Plattformen sind auch eigentlich nicht so wirklich ein großes Hindernis. So, diese Station hier muss man gerade ranfliegen, dass ich die sehen kann. So, die wird uns jetzt keinen Ruhm geben, weil das würde, glaube ich, unten drunter stehen, ne? Die ist ja fast Schrott. Haben wir jetzt einen Teil von unserem alten Schiff hier drin verloren? Das ist ja lustig. Ja, wie cool. Ja, das bringt uns hier, glaube ich, gerade nicht so richtig weiter, ne? Weil wir drehen irgendwie nicht, um auf das Ziel zu schießen. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum nicht.
könnten näher drehen. Wir machen das nicht. So, der ist auch Geschichte. Jetzt nehme ich den ins Visier, aber ich glaube, das interessiert... Das ist wirklich merkwürdig, wie das gerade... Ob das mit einem Problem hat mit der Größe des Schiffs? Ah, jetzt ging's. Ah, jetzt haben wir alles erledigt. Okay. So, dann reparieren wir mal eben. Und, Moment, gerade nochmal eben drauf schauen, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Stahl und Spulen können wir eigentlich mit einsammeln, ne? Nee, aber brauchen wir nicht. Jetzt geht's erstmal weiter dahin. Ach nee, das waren die in dem Asteroidenfeld, die gerade schon fast zum Verhängnis geworden sind, ne? Wobei, wenn wir einen da rauslocken können. Jetzt kommen sie. Da müssen wir bitte hinschießen. Oh, ja, das ist natürlich jetzt gerade ein Joker, ne? Das ist doch noch ein anderes Schiff, Level 14. Boah, guck mal, was der mit dem macht. Stark sind bitte Raketen. Als der gerade noch repariert war, hatte der hier wahrscheinlich auch noch Raketensilos. 3, 6, 16 und 28 Raketensilos. Da kann man natürlich schon was mit anrichten, ne? Gut, dann knöpfen wir uns den letzten auch noch vor. Dann doch nicht schade. One hit. Dann probieren wir jetzt noch mal zur Station zu kommen. Jetzt ergänzen wir erst noch mal unser Schiff um ein paar weitere Quartiere. Das können wir hier machen. Station rufen und dann gehen wir hier rauf, heuern nochmal die Leute an. Okay. Bezahlung verfügbar. Besuche. Achso, ja, dass wir das den Bereich besuchen. Das sind zwei Kontaktmissionen, die können wir machen. Jetzt haben wir hier Kopfgelder. 12 bis 4170. Und die 13er geben bis 3170. Dann nehme ich die mal an. Und die mal an. Die Erkundung können wir meinetwegen auch machen. Ja, das ist ja dann schon alles hier, ne? So, wo haben wir denn weitere Stationen? Kontaktiere Penavaro-Station. Auf geht's. Wie immer greifen wir an, was wir unterwegs sehen. Oh, Schiffsfriedhof.
Das macht mir gerade so ein bisschen Sorge, wie viel und mit welchem Tempo da was angeflogen kommt. Ach so. Ah, jetzt können wir hier das nochmal in voller Pracht beobachten. Mein Gott, wie viele Raketen sind da bitte unterwegs? Entschuldigung, aber das macht mich gerade Onslaught, das. Entschuldigung, aber da komme ich gerade nicht drauf klar. Da komme ich gerade sowas von nicht drauf klar. Was der mit den Gegnern macht. Der sammelt erstmal ein bisschen Schrott auf als Schutzschild. Ah, guck mal, der greift den jetzt wahrscheinlich auch mit an, oder? Oh ja. Also so cool ich unsere Railgun finde, ne? Das ist die heutige Folge. Entschuldigung, dass ich so lachen muss, aber zeigt mir, dass ich, bevor ich ein zweites Schiff baue, bekommt das hier erstmal deutlich mehr Raketensilos und Feintuning, wo da Leute ran können. Das ist eine Level 16 Station. Hallöchen. Da gibt es wahrscheinlich auch noch mal andere Missionen. Die Level 13 können wir hier mal annehmen, wobei wir die auch nicht alle machen können, weil uns vorher wieder das Zeug ausgeht. Achso, stopp, ich wollte ja jetzt Folgendes machen. Personal kaufen brauchen wir nicht, weil wir sind noch voll, aber Ressourcen. Okay, der hat quasi nichts von dem Zeug, oder haben wir keinen Platz mehr? Ne, wir sind auch ziemlich voll, ne? Weil wir so viel Munition haben. Gut, der hat aber auch trotzdem nichts von dem Zeug. Ich gucke mal hier, was Dummes. Ich habe nämlich gerade gedacht, ich könnte ja wenigstens dann das eine Ding mal kaufen, aber nee, das können wir auch nicht. Was sind denn noch mehr? Das ist auch eine. Oh, das hier ist vielleicht eine interessante Mission, wo wir die Station retten müssen. Die wird wahrscheinlich gerade angegriffen von irgendwelchen starken Schiffen. Piratenjäger-Mission, das waren doch die. Der hat nur die eine Energiequelle, ne? Jetzt erstmal nicht noch mehr Munition immer einsammeln. Hat er keine Raketen gelagert? Oder warum, was habe ich jetzt? Oh. Da habe ich wohl etwas angeklickt, was ich nicht anklicken wollte. Ich wollte Stahl ausschalten und Munition. Ja, jetzt geht's auch wieder. Okay. Gleich haben wir es.
alle an Bord. Okay. Das sind auch schon wieder so viele, ne? War jetzt nicht so richtig zwingend gefährlich. Das ist immer eine gute Kombination, EMP-Treffer. Dann bleiben nämlich die kleinen Schiffe wirklich komplett stehen, weil sie halt ausgeschaltet sind. Auch die Antriebe funktionieren dann nicht mehr, weil alles so nah beieinander ist. Die bekämpfen sich gerade. Das sind beides Gegner von uns. Oh Moment, dann schießen wir auf den, weil der gibt... Oh, der hat hier Laser. Der gibt uns nämlich sogar noch ein bisschen Ruhm. Dann können ja wir lieber den zerstören als der andere, ne? Hat sich auch gewandelt. Okay, der versucht jetzt zu entkommen. Dann müssen wir den hier schnell mal eben. So, und jetzt schnappen wir uns den, bevor der entkommt. Ah, hat sich erledigt. Wie coole Schiffe fliegen hier bitte rum. Das ist ja auch ein... Meine Güte, wer denkt sich so coole Sachen aus? Das ist eben alles deutlich kreativer, als ich jemals werde. Boah, die Flak, die dicken Decken. Oh mein Gott. Wenn ich gegen sowas mal kämpfen muss, dann kriege ich Spaß, glaube ich. Nochmal schnell alles durchreparieren. Was haben wir denn hier? Wir haben zwei mittlere Reaktorkerne, wir haben EMP-Raketen, ganzen Schwung an Kanonen, viele Schilder. Schilde, nicht Schilder. Aber nach wie vor geht unsere Railgun nicht so wirklich auf die Ziele, auf die sie gehen sollen, ne? Und der dreht jetzt ab. Ja, sehr klug von dir. Mit so manchen... Systemen hier habe ich echt meine Freude. So, du bist Nummer 1. Was bist du? Oh. Oh, das ist ja ein Leckerbissen hoch 10. Oh Mensch, warum haben wir daneben geschossen? Ja, weil ich das so eingestellt habe, dass er schießen soll, auch wenn das nicht das Ziel ist. So, seine Railgun ist geladen, sie kommt nur nicht an uns ran. Geschichte. Ist noch mal so ein Schiff. Ah, unsere Railgun schießt gerade, aber die ist im Schild stecken geblieben. Huch.
So, hallöchen, liebe Station. Wie ich sehe, ihr habt ein bisschen gelitten, aber ich würde trotzdem gerne ein wenig Ruhm einsammeln. Und Moneten. So, die Mission, die der jetzt noch für uns hat, geben uns keinen. Ja, doch, die hier gibt uns noch ein bisschen. Ein bisschen Ruhm. Aber 3293, ich denke mal fast, wir können jetzt auch bald drüber nachdenken. Vielleicht speichere ich mal schnell, hätte ich gerade schon machen sollen. Weil das ist jetzt wieder so eine relativ cooles Teil. Oh, 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 oh. Der kann uns, glaube ich, Aua machen. Das hielt sich doch jetzt tatsächlich in Grenzen. So, was haben wir hier? Hat auch wieder ein Laser. Boah, wie viele Schilde der hat, ne? Oh mein Gott. Da ist der Kontrollraum. Dann gehe ich mal auf den Kontrollraum. Falls der uns dann doch mal den Rücken zudreht. Mal gucken, was hinter uns passiert, ne? Keine Chance, da durchzukommen. Dann ändern wir mal den Plan. Wir gehen mal vielleicht erst darauf. Ja, so. Geht doch. Manchmal muss man dann doch eben auch den umständlicheren Weg nehmen. Da würde ich jetzt aber gerne hingehen und da mal schauen, was wir looten können, weil ich so ein bisschen Hoffnung habe, dass wir aus denen vielleicht Diamanten bekommen. Wir haben jetzt 28. Gucken wir mal, ob das mehr werden. Tatsächlich. Ich werde jetzt nicht den ganzen Weg absuchen, wo Teile liegen. Auf dem Weg dahin zurück fliegen wir mal hier alles ab. Wir hatten ja, glaube ich, schon ein anderes Schiff auch zerstört mit Lasern. War hier nicht noch eins mehr gerade? Das scheint schon Geschichte zu sein. Das hier war das, ne? Genau, Neutron. Oder übernehmen wir das mal? Nee. Wir zerlegen das. Es sind jetzt 33 Diamanten. Oh, das ist doch ein schöner. Was zum Teufel bist du? Ei, das wird lustig, weil der hat hier, der besteht halt aus vielen einzelnen Teilen, die jeweils Energieversorgung haben, Cockpit und ob ich den mal versuche zu Beginn einfach in zwei Teile zu schneiden. Oh oh. Im Asteroidenfeld zu kämpfen ist immer eine schlechte Idee. Spielladen. Ja, ich habe nicht schnell gespeichert. Müssen wir gerade mal schauen, was das. Das ist das Schnellste. Das Jüngste. Mist, ärgerlich.
Oh Gott, habe ich ernsthaft schon 55 Minuten jetzt aufgenommen? Ah, das war bevor wir die hier bekämpft haben, okay. Ah, wie schade. So, das war jetzt relativ einfach. Da bin ich jetzt schlauer. Da gehe ich jetzt diesmal direkt auf die Schilder, um das ein bisschen einfacher zu haben. Ach, die bekämpfen sich jetzt gegenseitig. Das gucken wir uns doch mal an. Da haben wir den Gewinner und gegen den kämpfen wir jetzt nochmal, allerdings ohne, dass wir ein Asteroidenfeld im Rücken haben. Wann ist das kaputt gegangen? Bin ich eigentlich auf der hohen Geschwindigkeit. So, jetzt gehen wir mal erst darauf. Das ist ja lustig, wie da jetzt die einzelnen Teile hier weiterkämpfen. Das finde ich von dem Konzept her echt lustig. Sind die Einstellungen noch angepasst? Ja. Munition ist noch ausgeschaltet. Okay, also mit dieser Banshee, das scheint eine spannende Geschichte zu sein. Die kommt halt auch nicht an uns ran. Aber dass da dann die einzelnen Module noch so wieder weiterkämpfen, ohne dass da irgendwas kaputt geht. Spannend. Oh, guck mal, wie lange wir auch vor dem geflohen sind jetzt, ne? Das ist mal nicht eben. So, da ist noch jemand. Schade, ich dachte, wir hätten den jetzt eventuell getroffen. Oh, haben wir auch, allerdings anders, als ich das vermutet hatte. Ich wollte den nämlich einmal anschießen, um den da dann rauszulocken, aber... Naja, so, bevor es jetzt völlig, es ist schon ausgeartet mit einer Stunde, die diese Folge heute geht, bedanke ich mich jetzt sehr fürs Zuschauen. Ist vielleicht dann wieder Gutmachung für den Ausfall gestern. Und ja, morgen geht's weiter und ich denke, morgen werden wir das Schiffchen ein wenig umbauen. Noch eine Barke. Ah ne, das ist die wir gerade auch schon gefunden hatten. Dass wir dann ein paar Raketen dazu bekommen und ja, dann gucken wir mal, was das Ganze kann. Da kommt, das ist der letzte Fight für heute. Fangen wir mal damit an. Wobei wir dadurch durch die beiden dicken Schilde durch müssen. Okay, das ging jetzt dank der EMP-Raketen gut. Dann räumen wir doch mal das Ding aus dem Weg. Hat er unsere Railgun? Der hat tatsächlich unsere Railgun kaputt gemacht. Ich habe mich gerade schon gewundert über die vielen Trümmer, die da lagen, ob das unsere sind oder wo die plötzlich herkamen. Oh, guten Morgen, Krillo.
Ne, gehen wir da auf. Railgun Feuer, ja, sehr gut. Okay, das war's. Gut, dann sammeln wir noch mal Zeugs ein. Ich habe mich gerade, glaube ich, schon verabschiedet, ne? Aber da kam jetzt der Kampf dazwischen. Also jetzt nochmal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.